Schlägt mir auf die Schulter und nickt stumm und sagt, geh doch nach Hause, deine Zeit, die ist um. Man drückt mir in die Hand meinen Lohn, 3,50 Mark und einen Karton. Und ich geh vorbei an all den Zellen auf dem Korridor und dann bin ich endlich draußen und komm mir so einsam vor. Von Santa Fu bis Hamburg City, das ist ein langer, langer Weg. Wenn man da nicht aufpasst, dann schnappt die Falle zu und dann sitzt man wieder fest in Santa Fu. Yeah. Mein Vater schrieb mir, bleib wo du bist, denn hier ist keiner, der dich vermisst. Mein Mädchen sagt am Telefon, du gehörst nicht mehr zu mir. Ich gehe mit einem anderen Mann und der wohnt jetzt hier. Mein Boss, dem ich immer so vertraut, der sagt, du hast dir alles versaut. Ich habe keine Arbeit mehr für dich, das Maß ist voll. Ich wüsste nicht, was ich mit einem Typ wie dir hier soll. Von Santa Fu bis Hamburg City, das ist ein langer, langer Weg. Wenn man da nicht aufpasst, dann schnappt die Falle zu und dann sitzt man wieder fest in Santa Fu. Ich habe gelernt, wie man Tüten klebt und Arbeit tut, ohne zu mucken. Ich habe gelernt, dass man nett zu allen Leuten sein soll und dass man auch mal was schluckt, ohne zu knurren. Ja, ich habe meinen Kopf hingehalten und ich habe bereut. Aber meine Strafe habe ich immer noch nicht abgesessen, denn die fängt jetzt erst an, wo sie einem immer wieder Knüppel zwischen die Beine werfen. Von Santa Fu bis Hamburg City, das ist ein langer, langer Weg. Wenn man da nicht aufpasst, dann schnappt die Falle zu und dann sitzt man wieder fest in Santa Fu. Oh yeah. Von Santa Fu bis Hamburg City, das ist ein langer, langer Weg. Aufpasst, dann schnappt die Falle zu und dann sitzt man wieder fest in Santa Fu. Von Santa Fu bis Hamburg City, das ist ein langer, langer Weg. Wenn man da nicht aufpasst, dann schnappt die Falle zu und dann sitzt man wieder fest in Santa Fu.